Servus Leute, ich bin gerade dabei, die 500 Hits auf Vader Orca zu machen. Und dazu ist es sinnvoll, den da in diese Ecke einzuklemmen. Wow. Und dann einfach hemmungslos da drauf zu hauen mit der Wirbelattacke. Und dann könnt ihr ja immer diesen Konter kurz unterbrechen, dann wisst ihr, dass er kommt und dann shieldet ihr einfach. Ihr auf keinen Fall solltet ihr irgendwie versuchen, das zu nutzen, sondern immer shielden. Das ist einfach so besser. Und jetzt lasse ich mich hitten, noch einmal. Ah, sehr schön, 500 Hits. Mann, brennt mir der Daumen. 515 Treffer, nicht schlecht, du bist besser geworden. Du bist wirklich schon ein ganzer Mann und ein guter Schwertkämpfer. Aber ich bin mir sicher, du kannst sogar ein noch höheres während der Schwertkunst vordringen. Dana, nimm das hier. 4 dahin, keins mehr im Sinn. Oh, schon wieder. Sehr cool. Das Einzige, was man jetzt noch von dem erhalten kann, sind bei 1000 Rubinen, bei 1000 Hits, 200 Rubine. Das mache ich nicht, das ist mir zu blöd. Und ja, jetzt bin ich mit dem Typen erstmal fertig. So Leute, bis dann. Servus Leute, wir heben einen weiteren Schatz im, irgendein Riff. Das unten neben der Terra-Insel, ich sag's euch gleich genau. Und da drin ist ein, wieder ein Herzteil, sehr schön. Das ist das Zwei-Augen-Riff. Alles klar, dann bis später. Servus Leute, wir bergen wieder einen Schatz. Komm, noch ein Herzteil, noch ein Herzteil. Ich brauche noch 4 Herzen oder so. Die muss es doch irgendwie geben. Jawohl! Gut, Leute, dann bis später. Servus, Leute. Oh, shit. Hatte ich wohl noch die Feuerpfeile drin. Ja, hier ist auch eine Truhe. Wieder dieselbe Insel. Ich weiß gerade auch gar nicht, wie sie heißt. Ich war noch nicht bei dem Fisch. Und da drin ist noch ein Herzteil. Cool. Und da drüben ist auch noch eine Höhle. Das heißt, wahrscheinlich werden wir uns gleich nochmal sehen. Bis dann. Servus Leute, ich habe gerade die magische Barriere gefunden. Die habe ich von dem Typen bekommen hier, von dem Eskimo. Nachdem ich, ja, alle Händlerabkommen geschlossen habe. Ja, benutze sie, indem du... Okay, das ist sowas wie die Magierüstung in Twilight Princess. Nur, dass ich wirklich erst zahle, wenn ich auch Schaden nehme und nicht, wenn gar nichts passiert. Als ich von meiner Heimat hierher kam, war es das einzige Besitztum, das ich mit mir nahm. Es ist ein absolutes Unikat, das es vermag, dich dank einer geheimnisvollen Kraft vor Gefahren zu schützen, selbstverständlich auch auf See. Schütze dich also damit und finde wieder fliegende Händler für mich, auf das mein Warensortiment noch vielfältiger werde. Allerdings habe ich dann leider nichts mehr, das ich dir geben könnte. Ja, das ist doof, ne? So, gut, ja klar, bis dann. Servus Leute, ich habe gerade diesen Tintenfisch platt gemacht, der mir begegnet ist. Und er lässt natürlich einen Schatz fallen. Oh nein, jetzt greift mich auch noch dieser Hai an. Und in dieser Truhe ist... ein Herzteil. Oh ja, ich habe wieder eine Energie mehr. Und das ist auch gut, denn ich habe gerade kaum noch Leben. Ist das gerade echt passiert? Okay, Leute, bis zum nächsten Teil. Tschüss. Servus, Leute. Wir sind hier im Gebiet vom Capo Grande auf dem
Wachposten und der hier ist etwas böser gesichert, deswegen steht hier auch eine Truhe mit Stacheln, die wir gleich mal öffnen können. Und auf jeden Fall sind hier extrem viele Geschütztürme. Ich bin sogar einmal gestorben, während ich die bombardiert habe. Und dafür gibt es jetzt ein ganzes Herzteil. Naja, also ein Herzteil. Gut, Leute, bis dann. Servus, Leute. Hier ist ein Schatz, den wir jetzt erstmal bergen können. Und da drin ist... Wow, eine Meeresherzenkarte. Sie zeigt dir, wo du diejenige Schatzkarten findest, die Position der Meer... Was? Wie geil ist das denn? Was? Wie cool. Say what? Öffne gleich den Kartenbildschirm und mach dich schlau. Was zum Teufel? Okay, Leute, das muss ich jetzt... Hier ist eine Meeresherzenkarte. Krass, so viele sind das gar nicht mehr. Ja gut, Leute, das mache ich dann, wenn ich mit meinem Wachposten durch bin. Also bis dann. Servus, Leute, wir sind hier wieder bei einer Schatzkarte. Oh, reicht das? Mal gucken. Ja. Und wir die... Was? Okay, wir haben die Geheimkarte entdeckt, wo geheime Schreine angezeigt werden. Die gucke ich mir gleich mal an. Was ist denn da Cooles drauf? Ja, da stehen überall, also die Inseln, die wir schon alle abgefahren sind, wo es noch Geheimgänge gibt. Aber die haben wir ja schon alle. Also, ja, bis später dann. Servus, Leute, hier beim Flugplatz ist auch ein Schatz. Kommt schon, mal wieder ein Herzteil. Die Inselherzenkarte. Okay, schon wieder so eine verrückte Insel. So eine verrückte Karte meine ich. Da gucken wir doch gleich mal nach, was die bringt. Okay, die zeigt mir, auf welchen Inseln und wo überall Herzen versteckt sind. Ja. Das schließt natürlich auch Dungeons und so mit ein. Deswegen weiß ich nicht genau, was nun eigentlich. Na gut, es wird schon funktionieren. Eigentlich brauche ich sie ja nicht mehr. Ich mache weiter, Leute. Bis dann. Servus, Leute. Hier beim Einaugenriff ist auch noch ein Schatz. Der wird natürlich geborgen und darin ist... die Leuchtzirkelkarte. Was zur Hölle? Damit kennst du die Position aller Leuchtkreise, die bei Vollmond an der Meeresoberfläche zu sehen sind. Hä, sowas gibt's auch noch? Wow, ich werd beschossen. Hilfe! Aus der Festung raus. Okay, Leute, ich guck da mal in die Karte rein. Bis später. Servus, Leute, hier ist ein Schatz. Und darin ist... die Octalus-Karte. Okay, wo sich die Riesenkraken befinden. Ein paar davon habe ich ja schon besiegt. Okay, dann bis später. So, Leute, und jetzt sind wir hier auf Ichthusk. Und wenn wir jetzt mit dem reden... Aber das ist ja... eine Handelsgenie-Statuette. Diese Anmut, diese Erhabenheit nach diesem Händler, also wurde die Statuette modelliert. Damit ist er wahrlich eine lebende Legende. Wundervoll, ein langjähriger Traum hat sich endlich erfüllt. Zum Dank dafür, dass du mir diesen Traum erfüllt hast, will ich dir einen Teil meines Herzens schenken. Bitte streck deine Hand aus. Kriegt man ein Herzteil? Ja, mein Leben wieder aufgefüllt. Was für ein wundervoller und denkwürdiger Tag. Ich will mir diese Statuette heute Nacht unters Kopfkissen legen und von
meinem eigenen Stand träumen. Gut, bis später, Leute. Servus, Leute. Hier bei den Orni ist wieder etwas Besonderes. Wir können hier diesem Typen, der sagt, ich habe ja selber keine Ahnung, warum sie ausgerechnet Gold filtern will, aber naja, Frauen halt. Und dann gibt man ihm einfach diese 20 Stück. Ich werd verrückt, das ist doch so eine Goldfeder, die meine Freundin gerne haben möchte. Wie viele hast du denn davon? Sag mal, das wäre echt edel von dir, wenn du mir davon 20 Stück geben könntest. Gerne. Junge, du bist echt in Ordnung, ich weiß gar nicht, ob ich das annehmen kann. Ich schicke sie sofort zusammen mit einem Brief weg. Ich schreibe ihr natürlich auch, wie sehr du mir dabei geholfen hast. Oh Junge, ich könnte echt weinen vor Glück. Viel ist es zwar nicht, aber bitte nimm das als meinen Dank an. Und wir erhalten einen orangenen Rubin. Okay, Leute, dann bis später. So, Leute, ich habe hier gerade zweimal mit der kleinen Tag- und Nachtmusik die Zeit umgestellt und anscheinend hilft das, denn jetzt zappelt der Briefkasten und wir bekommen etwas Besonderes. Lieber Dana, mein Freund hat mir die Goldfedern geschickt. Ich bin eine echte Vogelnärrin und weiß daher, wie schwer es ist, an diese Federn zu kommen. Daher kann ich jetzt mein Glück gar nicht in Worte fassen. Aber ich möchte unbedingt, dass du auch etwas von meinem Glück hast. Daher danke ich dir von ganzem Herzen so sehr, dass ich dir gleich ein Viertel beigelegt habe. Das bedeutet, wir bekommen jetzt ein Herzteil. Sehr schön. Hä? Okay, gut, stand jetzt was Komisches da. Also stand jetzt nicht da, drei dahin, noch eins im Sinn oder so. Aber okay, bis dann, Leute. Servus Leute, mir ist gerade eingefallen, dass ich ja die beiden letztens verkuppelt habe. Und wenn man jetzt mit denen spricht, ah du bist, hör mir mal kurz zu. Ich hab's tatsächlich gewagt und gewonnen. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und sie angesprochen und das war genau die richtige Entscheidung. Sie war nämlich genauso verliebt wie in mich, wie ich in sie. Huch, da war ich wohl hier, so. Wir sind jetzt ein Paar, kannst du es fassen? Findest du nicht auch, dass wir wundervoll zusammenpassen? Wir sind ja so glücklich, unsere Herzen sind im Glück vereint. Deswegen haben wir beschlossen, dass du auch etwas von unserem Glück abhaben sollst. Und wir bekommen ein weiteres Herzteil. Wir haben wieder eine Energie mehr. Nochmals herzlichen Dank. Also Leute, bis dann. Ah Leute, hier bekommen wir auch ein Herzteil, wenn man den Leuchtturm wieder entflammt hat und mit dem Mann hier redet. Ich dachte, den hätte ich schon, aber anscheinend habe ich den vergessen. Und ja, der gibt euch dann auch noch ein Herzteil. Gut, bis später. Servus Leute, ihr seht es vielleicht schon, ich bin durch Portemonnaie gerannt und habe überall solche Sachen aufgestellt. Und wenn man jetzt hier mit dem Typen quatscht, ich habe irgendwie das Gefühl, als sei Portemonnaie nun wirklich zu einem Ort des Glücks und des Frohsinns geworden. Siehst du das auch so, mein junger Freund? Warst du es vielleicht gar, der sich so vorbildlich für unsere freiwillige Gesellschaft eingesetzt und unser Stadtbild dermaßen verschönert hat? Tatsächlich, du warst das also. Es gibt doch nichts Schöneres als nette und freundliche Menschen. Für deinen Einsatz will ich dir unbedingt diese kleine Anerkennung geben. Und wir erhalten ein weiteres Herzteil. Noch zwei Stücke und ich habe ein neues Herz. Bitte bleibe unserer freiwilligen Gesellschaft für Glück und Frohsinn weiterhin als engagierter Helfer erhalten, mein junger Freund. Gut, Leute, und dann sehen wir uns beim nächsten, ja, irgendwas. Vermutlich Herzteil, ja, ein Herzteil. Servus, Leute, hier ist eine weitere Schatzkiste, die wir bergen können auf der Isla Cassiopeia. Und da ist ein weiteres Herzteil drin. Okay. Die Karte, by the way, erhält man übrigens, wenn man in Portemonnaie von der Frau vom Schleimelixiriat ein Foto macht und es ihr zeigt. Mit der Fotobox Deluxe. Okay, Leute, dann bis später. Servus, Leute. Ich trage hier ein Schwein rum. Einige von euch wissen vielleicht schon, warum. Genau deswegen. Es droppt dann nämlich hier ein Herzteil.
Und damit haben wir wieder ein Herz mehr. Jetzt fehlt nur noch eins. Okay, Leute, bis gleich. Servus, Leute, hier ist ein Schatz zu bergen. Am Vieraugenriff. Und da drin ist die große Feenkarte. Okay, gut, das war's auch schon. Bis dann. Servus, Leute. Hier war gerade ein Octalus, der ist jetzt vernichtet. Und da, wo er natürlich untergeht, lässt er eine... gibt er eine, ja, so einen Bergungspunkt frei, sage ich jetzt mal. Und da gucken wir doch gleich mal, was das ist. Ich bin jetzt übrigens bei der Isla Ursa Major. Ja, Truhe, das war schon mal klar. Ha, geil, ein Herzteil. Mir fehlen wirklich nur noch drei Teile. Ich hoffe, die finde ich noch. Okay, Leute, dann bis später. Servus, Leute, ich habe allen Bäumen Wasser, tantopisches Wasser gebracht und erhalte dafür ein Herzteil. Okay, Leute, noch zwei. Bis dann. Servus, Leute, ich bin bei der Terra-Insel und da ist ein weiteres Herzteil. Und da haben wir es. Es fehlt noch eins. Servus, Leute. Ich bin hier, ups, bei Isla Stalagmitica und ich war kurz vorm Verrücktwerden, weil ich das letzte Herzteil nicht gefunden habe. Ich habe dann lange gesucht und irgendwann habe ich herausgefunden, dass man auch noch die zwei Schiffe hier platt machen muss. Ja, und dann ist nämlich ein Herzteil und ein orangener Rubin dabei. Das heißt, das Ding dort müsste das Herzteil sein. Bitte! Bitte! Komm schon, mach's nicht so spannend! Ja! Fuck yeah! Jetzt habe ich alle 20 Herzen. Geil! Boah! Endlich, ich war schon so weit, ich bin so oft über die Welten gefahren, ich habe noch alle Schatzkarten und alle Inseln, also alle Schätze aus dem Meer geborgen, weil ich dachte, irgendwo muss ja das Herz sein. Und ich war wirklich kurz vorm Verzweifeln, ich habe echt gedacht, es ist ein Fehler im Spiel, dass ich das scheiß Herz nicht kriege, aber wer kommt noch darauf, die zwei Schiffe noch platt zu machen? Eigentlich wollte ich ja jetzt noch die goldenen Tingelstatuen sammeln. Aber das geht nicht mehr, und zwar, also eigentlich gehen 4 von 5, denn die fünfte, also eine davon von den 5 ist ja, Moment, wo segel ich hin, da, hin, ja, nach Portemonnaie, ist im, hier, Turm der Götter, da vorne, das müsste sein, und da kommt man jetzt nicht mehr hin, denn wenn man sich dem nähert und durch die Säulen durchfährt, beginnt sofort eine Cutscene, bei der man runter ins Schloss Hyrule fährt. Und somit ist es nicht mehr möglich, jetzt für mich die goldene Tingelstatue da rauszuholen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, ich würde das Spiel trotzdem als 100% werten. Ich habe die Minitendo-Galerie nicht voll und auch die goldenen Tingelstatue nicht. Die kriege ich jetzt auch nicht mehr voll, die Minitendo-Galerie. Ich habe ja auch vergessen, die Bosse zu fotografieren und so, das mache ich dann beim zweiten Durchgang. Aber ich würde das Spiel trotzdem als 100% jetzt werten. Ich weiß nicht, die. Wenn man jetzt für den Abschluss der Nintendo-Galerie noch ein Herzteil oder so kriegen würde, dann wäre das blöd. Aber so geht das ja alles. Volles Leben. Okay, Leute. Und dann sehen wir uns dann nächstes Mal
Turm der Götter zum Endkampf. Also, haut rein!